Dieses Video schiebe ich schon eine lange Zeit vor mir her. Aber heute ist es soweit und ich erkläre ganz offiziell mein Projekt Switch to Win für gescheitert. Wer nichts von meinen Selbsttests mitbekommen hat, schaut sich am besten Folge 1 und Folge 2 an, die ich unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Nach dem M17 folgten nochmal zwei Notebooks. Einmal das Flaggschiff von Alienware, das Area 51M und einmal eins von Asus, das Zephyrus S, ich hoffe, das spricht man so aus, Kurzbezeichnung GX701. Bei beiden Notebooks hatte ich technische Probleme. Bei dem Area 51M ging die Temperatur der CPU extrem hoch. Nach ca. 5 Minuten lag ich bei 99, sogar manchmal bis 104 Grad. Und hatte dann auch leichte Ruckler, so Mikroruckler. Also man konnte gar nicht mehr richtig arbeiten. Ja, und bei dem Asus hat sich auch eine Einheit auf dem Motherboard verabschiedet und musste auch dann eingeschickt werden zur Reparatur. Gott sei Dank habe ich da das Geld zurückbekommen. Prinzipiell hatte ich bei beiden Geräten technische Probleme, wobei es immer wieder ein Einzelfall sein kann. Also ich möchte jetzt hier nicht die Geräte schlecht reden, aber die Geräte, die ich hatte, waren halt leider fehleranfällig. Vielmehr war es die Tatsache, dass DaVinci Resolve unter Windows nicht so stabil läuft wie auf einem Mac-Rechner. Und der zweite Grund war die Akkulaufzeit. Sobald die Geräte nicht mehr am Strom hingen, hatte ich eine Laufzeit von einer Stunde bis anderthalb Stunden unter DaVinci Resolve. Und hauptsächlich nutze ich mein Notebook eher im Akkubetrieb. Und was mir dann noch so den letzten Schubs gegeben hat, war die bessere GPU-Unterstützung unter macOS Catalina. Man spürt deutliche Unterschiede unter DaVinci Resolve 16. Und so habe ich den Entschluss gefasst, wieder zurückzuswitchen zum MacBook Pro. Und das 2019er mit der Vega 20 CPU hat schon mal eine deutlich bessere Performance als mein altes 2018er. Unter Catalina und DaVinci Resolve 16 kann ich wirklich gut mobil arbeiten, wenn ich unterwegs bin, wenn es erforderlich ist. Und komme auf eine Akkulaufzeit von 3 bis 4 Stunden, was wirklich phänomenal ist. Aber man muss dafür natürlich auch ordentlich Schotter auf den Tisch legen. Ja. Und somit bin ich mobil wieder mit einem MacBook Pro unterwegs. Aber ich gebe das Projekt noch nicht ganz auf. Ich werde nach einer gewissen Zeit es nochmal ausprobieren und meine Erfahrungen wieder mit euch teilen. Eine Info noch zum Schluss. Dieses Video wurde mit meiner neuen Kamera, die Panasonic S1H, gedreht. Videos zu dieser Kamera folgen in den nächsten Wochen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und über ein Abo und ein Like von euch würde ich mich sehr freuen. Bis bald, euer Sascha.